Guten Tag. Ich glaube, ich bin live. Heute ist Mittwoch und es ist der 19. Oktober. Ich habe gelesen bis zu Kapitel 62. Es geht um die Wohnung. Das Buch ist, oder die Story ist Lydia. Lydia ist die Fortsetzung von Wer es glaubt, wird selig, Bliss After Life in Englisch. Das habe ich geschrieben zwischen 2006 und 2017. Und das ist die Story von Bliss. Die stirbt mit 95 nach ihrem Geburtstag und wir folgen ihr ins Nachleben. Und jetzt folgen wir auch der ersten Reinkarnation, das ist die Lydia. Die wurde im März 2012 geboren. Am 9. März 2012. Und wir sind jetzt hier am Ende des Jahres von 2012. Und das Kapitel 62 ging um die Wohnung, die Melanie und Toni haben. Das ist ein Paar. Und Melanie ist an die Küste gefahren, wo ihre Wohnung ist und umgebaut wird. Und sie bewundert ihre neue, so war es nicht ihre neue Wohnung, aber ihre Wohnung und Tonis Wohnung sind in eine große Wohnung gewandelt worden. Pete, der Architekt, hat mitgeholfen. Der hat sich selber dort ein Zimmer auch gemacht, weil eigentlich ist es sein Haus oder seine Wohnung. Aber die haben sich alle vereinbart, dass es eine große Wohnung wird für Melanie und Toni und deren Baby Milton, der auf dem Weg ist. Und Pete und Anna, die leben in der Herberge in der Nähe von London. So, sie sind jetzt in der Wohnung und sie bewundert die Wohnung. Toni machte das Spaß, dass es ihr so gefiel. Er hat es geliebt, es so zu machen, wie sie es sich ausgesucht haben. So viele Muster hatten sie gesehen, von Teppichen und Holzfußböden. Und jetzt haben sie es so weit geschafft. Sie schliefen in der Nacht auf Stellbetten, denn alle Möbel, die noch in der Wohnung waren, waren abgedeckt worden. Melanie und Toni würden über die Nacht bei Holly und Chris bleiben und sie werden dann ein Takeaway mitbringen, dass sie erst alle essen können. Oh, das heißt, dass Papa trotzdem dann keinen ruhigen Abend haben wird. Tonis Vater Chris lachte. Seine Eltern waren abgefahren von der Herberge nach dem Mittagessen und er hatte schon Holly einen Text geschickt, dass Melanie und er, Toni, über Nacht bei denen bleiben, weil die Wohnung war noch zu staubig und noch nicht fertig genug für Melanie, die schwanger ist. Deine Mutter hat mir gerade getextet. Sie würde hierher kommen, am frühen Nachmittag in unsere Wohnung. Sie ist auch neugierig, wie es aussieht. Ja, sie ist seit Wochen nicht hier gewesen. Es ist ziemlich unordentlich und staubig hier gewesen. Und ich glaube, es ist besser, wir gehen dorther, zum Lunch. Peter lachte. Er war froh, dass sie ab und zu Holly gehen konnten, um zu essen. Er mochte nicht so gerne Takeaways, zumindest nicht so regelmäßig. Und Pete entschloss sich, hier in der neuen Wohnung zu bleiben über Nacht. Er wollte noch ein paar Bücherborte fertig anbringen und er freute sich, dass er seine Arbeit allen zeigen konnte. Sie hatten ziemlich viel Hilfe gehabt in der Wohnung. Manchmal waren da bis zu 6 Leute, die dort arbeiteten. Aber er fühlte sich echt zufrieden mit seiner Arbeit und das war schön. Du weißt, wir haben hier nicht viel von Essen und Trinken. Aber ich kann uns alle eine Tasse Tee machen. Wir haben eine Varietät von Kräuter-Yogi-Tees. Toni hatte aufgepasst, dass sie genug davon haben. Er trank selber gerne Herbal-Tees und er machte den Kessel an. Pete sagte, ich möchte gerne einen ganz normalen Builders-Tee. Kapitel 63. Holly und Chris. Chris und Holly waren losgefahren von der Herberge
am Nachmittag und hatten eine gute Fahrt gehabt. Holly hatte einen Text bekommen von Chris, der angegeben hatte, dass er und Melanie gerne die Nacht bei ihnen zu Hause bleiben würden, wenn das okay wäre. Chris dachte darüber nach. Natürlich hatte Holly sofort zurückgemessaged, dass es okidoki war. Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Er hatte sich eigentlich gefreut auf einen ruhigen Abend und er hatte sich vorgenommen, zu seinem kleinen Buchshop zu gehen, der um die Ecke von ihm war. Da waren ein paar Sitze und man konnte auch so Knickknacks kaufen und sie hatten eine große Varietät von Büchern. Und er liebte deren hausgemachte Kuchen. Nun sah es aus, als wenn das vielleicht nicht klappen würde. Er hatte überhaupt keine Idee, was passieren würde. Aber er wusste, dass die Liste wieder erwähnt werden wird. Es gab kein Entfliehen von dieser Liste. Warum runzelst du die Stirn, Chris? Ich dachte, du würdest dich freuen, dass du unseren Sohn so bald schon wieder siehst. Holly hatte ein bisschen gedöst. Sie dachte, eigentlich wäre es ganz gut, wenn sie sich mal wieder hinsetzen würde, um an ihrem Buch zu schreiben. Sie liebte es, mit Melanie zu sprechen. Sie hatten nicht richtig die Möglichkeit gehabt am Wochenende und Melanie war jetzt fast fertig für die Geburt. Angeblich war der Due Date der 21. Dezember. Keine Überraschung hier, dachte Holly. Sie lächelte zu sich selbst. Chris sagte, um ehrlich zu sein, hatte ich mich auf einen ruhigen Abend gefreut und ich wollte morgen zu diesem kleinen Buchshop gehen. Natürlich freue ich mich, die beiden zu sehen. Es macht gar nicht viel. Chris, ich würde richtig gerne mit Melanie alleine sprechen. Vielleicht kannst du mit Toni zu der Wohnung morgen gehen und so weiter. Ich setz dich ab zu Hause mit Frieda und dann fahre ich noch kurz zu der Wohnung. Ich möchte sie auch gerne sehen. Und es ist keine Baustelle mehr angeblich. Und dann kann ich Toni und Melanie abholen. Weißt du, ist doch nicht weit. Ich texte ihr mal eben zurück. Ich glaube nicht, dass sie lange bleiben werden. Okay, nun ärger dich nicht. Gut, ich freue mich auf sie. Sie wusste, dass er schon rumkommt und sie wusste, dass er sich freute, sich mit Toni zu unterhalten. Sie hatte die Absicht, Melanie zur Seite zu nehmen. Eine halbe Stunde oder so und dann wären sie zu Hause. Sie legte sich zurück, um weiter zu dösen. Kapitel 64. Melanie und Holly. Holly war so beeindruckt, als Melanie und sie die neue Wohnung inspizierten. Holly freute sich für sie. Es war weniger als 15 Minuten zu deren Zuhause und auch nicht weit zum Strand. Sie konnte sich schon sehen, Milton zum Strand zu nehmen. Alle waren früh zu Bett gegangen und Holly saß in der Küche, als Melanie nach unten kam. Es war nach 10 und Chris... Ach, das ist der nächste Morgen jetzt. Es war nach 10 Uhr und Chris war mit Toni zu seinem Bücherladen gegangen. Und dort würden sie auch einen kleinen Imbiss essen. Hinterher hatten sie gesagt, dass sie hier zurückkommen und Chris wollte sich die Wohnung ansehen. Pete würde Toni zurückbringen und die hatten sich entschlossen, am frühen Abend zurück nach Hause zu fahren. Melanie freute sich auf ihren Tag. Sie liebte Holly und Chris' Haus. Tonis Zimmer war unverändert und sie schliefen dann in der Nacht in seinem alten Bett. Gott sei Dank hätte er sich einen Doppeldivan gekauft, als er 16 war, hatte er ihr erzählt. Holly hatte einen schönen Raum für ihre eigenen Sachen und das war generell ihr Schreiben. Es war nicht ein großer Raum, aber es hatte einen schönen Blick in den Garten. Melanie liebte Hollys Arbeitsraum. Guten Morgen, Holly. Ich liebe euer Haus. Melanie hatte Tonis alten Bademantel an. Und sie sah aus, als wenn sie jede Minute Geburt geben konnte. Sie nahm ihre Hände in ihrem Rücken und streckte sich nach hinten.
Holly erinnerte die letzten Tage der Schwangerschaft. Für sie war es eine Zeit der Freude und der Beängstigung gewesen. Sie erwartete keine Komplikationen mit den beiden. Als sie Toni geboren hatte, war Chris da gewesen. Den hatten sie in den Garten geschickt. Bliss war dort. Es sollten keine Komplikationen bleiben. Melanie, komm, ich bin froh, dass ich dich für mich alleine habe. Setze dich hin mit mir. Ich mache uns einen grünen Tee. Chris und Toni sind ausgegangen. Ach, das weißt du doch. Holly lachte und sie klopfte den Sitz neben sich. Auf dem Küchenstuhl. Melanie lächelte sie an. Sie war auch froh, dass sie Zeit hatte mit Omi Holly, sagte sie in ihren Gedanken. Wie geht es, Milton? Holly lächelte sie an und die Tasse Tee und der Tee und die Tassen stellte sie vor sie. Milton freut sich, Omi Holly kennenzulernen. Melanie lachte. Sie sagte es einfach laut. Holly würde das nicht verwirren. Ich liebe es, sie klatschte. Holly klatschte ihre Hände. Und ich liebe auch JJ. Die Neuigkeiten von Annas Baby war schnell gewandert. Ist das nicht so toll? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte es nicht gemerkt, dass wir den kleinen Joseph und Jacob genannt hat. Ich glaube, ich war es, der den Namen Joseph gegeben hat. Was ist in deinen Gedanken, Holly? Das hört sich vielleicht komisch an, Melanie, aber für dich vielleicht nicht so komisch. Aber ich lese im Moment Kapitel 4. Weißt du von dem The Only Planet of Choice? Der einzige Planet der Wahl? Und dieses Kapitel wurde genannt Die universellen Zivilisationen. Für Melanie, es schien alles sehr komplex. Aber, Holly, was ich verstehe, ist, dass eine physikalische Zivilisation, die Altea genannt wurde, das in sich selbst war eine Akkumulation von Millionen von Seelen. Und Altea ist ein Teil der 24 Zivilisationen, die Menschheit begonnen hat. Dieses Buch sagt dann weiter, dass dort Subzivilisationen sind. Darunter, sozusagen. Und diese bringen Nachrichten. Und die könnten manchmal vielleicht nicht ganz klar ankommen. Und viele haben nicht das ganze Bild. Einige von diesen Gruppen waren noch nie im Körperlichen. Nun, da musste ich an die Story denken, die ich schreibe, sagte Holly. Diese Entities, diese Wesen von Alamo, die sind auch nicht mehr physikalisch. Sie waren besorgt um das Wohlsein von der ganzen Menschheit. Für mich ist es immer ganz klar, wenn ich schreibe, weißt du, Melanie? Aber manchmal denkst du, meine Story hat irgendwas zu tun mit den 24 Zivilisationen? Holly fühlte sich fast atemlos. Sie hat nicht den ganzen Planeten der Only Planet gelesen, aber dieses Kapitel hatte sie zweimal gelesen. Holly, wollen wir uns verabreden, dass wir alle bald wieder zusammenkommen? Ich habe es selber noch nicht alles gelesen und ich lerne, während ich gehe. Manchmal frage ich mich, ob Mio von mir genauso viel lernt wie ich von Ihnen. Sie fühlte Zustimmung in sich von Mio und lächelte Holly an. Mio hat mir Konfirmation gegeben, hat mir zugestimmt. Ich glaube, hier sind wir auf etwas Interessantes. Wir helfen denen, wie sie uns helfen. Holly, vielleicht müssen wir einen Plan machen, dass wir uns wieder treffen. Ich bin fällig mit meiner Geburt in 3 Wochen. Holly legte ihren Arm um Melanie und sie lächelten sich an. Milton,
was real. And JJ was real. And Lydia was real. They knew that for sure. Milton war wahrhaftig, lebendig. Und JJ war wahrhaftig und lebendig. Und Lydia war lebendig. Das wussten sie mit Sicherheit. Kapitel 65. Bliss und JJ. Bliss hatte auf kleinen Joseph an seinem speziellen Platz gewartet. Hallo, kleiner Joseph. Wie geht es dir? Und wie geht es Mami? Alles ist okay, Bliss. Es wird etwas enger. Ich bin fast fertig. Aber ich brauche etwas mehr, um meine Density zu wachsen. Ich schlafe viel. Manchmal drehe ich mich ein bisschen. Weißt du, dass du einen neuen Namen hast? Nein, was für ein Name? Nun, Joseph bleibt, aber wir fügen Jakob dazu. Da war eine kleine Verwirrung in deiner Familie und jetzt bist du JJ. Sie lachten beide. Also, nun geh weiter, JJ. Du musst noch weiter wachsen. Mami macht sich fertig für Weihnachten. Und das ist auch die Zeit, wo du fällig bist. Mami wird viel essen werden. JJ lächelte und winkte ihr zu. Bye bye. Bliss entschließ sich, sich mit Milton zu verbinden. Miltons Mami düste auf ihrer Fahrt nach Hause, nachdem sie sein neuntes Zimmer gesehen hat. Und er wird heute Abend wieder mit Lydia sein. Melanie döste und sie stellte sich vor, wie Miltons Room aussehen würde, Miltons Zimmer aussehen würde, wenn es fertig ist. Sie sah sich selbst mit seiner Waage, mit seiner Wiege. Sein Zimmer war direkt neben deren Schlafzimmer. Mami wollte eine Schiebetür, das gab ihm mehr Raum. Das Fenster ging den ganzen Weg zum Fußboden und er konnte aus dem Fenster sehen. Er konnte den Himmel sehen und die Vögel. Er fühlte sich, als wenn er fliegen wollte über die Bäume. Melanie öffnete ihre Augen. Sie hatte einen Kick gefühlt und das hatte sie aufgewacht. Huh, was ist los? Pete hat selber geträumt. Er fuhr in der Stille der Nacht. JJ, er dachte an JJ. Und Fahren hatte einen beruhigenden Effekt auf ihn. Es war dunkel und leise. Melanie hatte leise geschnarcht auf den Sitz neben ihm. Oh, Pete, es ist dunkel. Ich habe einen richtigen Kick bekommen. Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Wo sind wir? Noch 45 Minuten oder so. Hast du mit Mio kommuniziert? Peter war immer interessant und neugierig. Er hatte auch geträumt, die Wohnung fertig zu machen. Er wollte ein permanentes Zuhause mit Anna machen. In der Herberge. Er liebte es, dort zu leben. Susan hatte ihm zugestimmt. Er hatte Pläne gezeigt, wie sie es verändern könnten. Eine neue Küche und so weiter. Und auch, dass sie ihre eigene Wohnung etwas mehr privat machen, innerhalb des großen Hauses. Sie könnten nirgendwo schöner leben, für den kleinen JJ zu wachsen. Mit Lydia und der kleine Milton werden dort drei kleine Kinder sein. Im nächsten Jahr. Melanie und Tony werden viel Zeit mit ihnen verbringen, mit deren kleinen Mädchen Lydia. Und Peter dachte schon darüber, dass sie wahrscheinlich einige Zimmer mieten werden an junge Frauen, vielleicht mit Kindern. Susan verbrachte mehr und mehr Zeit in Davids Haus und sie hatte schon gesagt, dass sie ihnen alle freie Hand lässt, solange sie nicht von ihr erwarten, dass sie wieder organisieren sollen und koordinieren. Sie freute sich, dass Anna interessiert war, das alles zu machen und ein Zuhause und auch Ausbildung zu machen,
Hausschule, Home Education. Toni hatte zwar etwas gelernt durch den Hausbau, aber es war keine permanente Karriere für ihn. Toni war gut mit seinen Händen und dieser Umbau für sein Zuhause hatte ihm Inspiration gegeben, aber Peter dachte, er könnte ihn nicht als Tischler sehen. Er war ein Lehrer. Und was er gelernt hatte hier über das letzte Jahr, das wird ihm niemand nehmen können. Blaise und Milton lächelten sich an. Alles lief ganz gut und sie sendete ihm zurück, um weiter zu wachsen in Melanies Körper. Melanie war eingeschlafen und Pete machte das Radio an. Etwas smoother Jazz. Er musste träumen. Das war seine Arbeit. Konzentrieren zu fahren und träumen. So, das war jetzt das Kapitel 65. Bye.